Heute ist der Tag 2 im Das perfekte Experiment. Und zwar nachdem also Reisbrot letztes Mal relativ trocken geworden ist, ja, weil Reis ja im Nachhinein nicht so viel Ding braucht und hätte man Quark machen müssen. Bla 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 bla. Gehen wir jetzt, ne? Machen wir das perfekte Experiment Nummer 2. Und zwar Reispizza. Und da, dazu bin ich hergegangen, habe den Reis gestern in der Rest. Teig in der Kühlschrank gestellt, nicht geklärt, nein, leerer machen wir nicht. Wenn es neu gestellt, das war noch so ein Dumbe, dann habe ich ein bisschen Öl dazu getan, ein bisschen Essig, damit es spaltet. Und ja, und dann einfach reingelegt, okay? Und jetzt machen wir Pizza draus. Die perfekte Reispizza. Experiment Nummer 2. Ich wusste gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Also, was man braucht, ist, mit dann erstmal ein bisschen Mehl da noch auf die Fläche. Die haben wir vorher sauber gemacht, natürlich. Brauchen wir erstmal einen großen Löffel. Und dann guckt, oh, der Teig ist so oft so knetig schon geworden, ja. Das ist ein bisschen trocken auch. Hätte ich gedacht, dass der noch ein bisschen, dass der noch nicht, dass der noch feucht ist. Wasser tragen. Wenn man das schon wisset, machen wir das perfekte Experiment. Rutscht der nicht. Ein gleiches Wasser. Jetzt kneten wir das gleich mal. Hefe ist ja noch drin vom letzten Mal. Das ist Sojasauce. Hätten wir nur die gute Pizza, die günstige. Oh, der wird löchert aber schnell. Der kriegt schn ziemlich schnell Löcher. Dem fehlt einfach an Klebekraft. Aber beim Experiment, da darf man nicht auf Kleinigkeiten achten. Und ein Paket Tomatensauce. Brauchen wir die diverse Zutat. Schinken, irgendeinen für Hälfte, die nicht vegetarisch essen. Gouda oder so Käse. Und ein bisschen alles von Gemüse, ja? Okay. Und Zwiebel brauchen wir noch. Die schnipseln wir jetzt. Das heißt, wir können wieder darüber. Möhre.
Arbeitsblatt Nummer 1 für das Experiment. Dann habe ich dieses arschgeile Messer gekauft vom Dings Kiwi Brand. Das Messer ist deswegen so cool, weil das hat hier vorne so quasi dieses Ritz, diese wie ein Sägeblatt. Dadurch kann man wesentlich besser schneiden. Mal sehr dynamisch belegen. Zuerst legen wir mal die Kinn auf die Hälfte. Wenn man da drauf achtet, der Unterschied bei den Messer ist, dass das quasi diese Ritze hat und dass man sägt. Das ist ein Sägemesser. Und schon dünn, im Gegensatz zu anderen Messer. Was man braucht, ist Pilze. Das Coole ist, dass der Schnitt so dünn ist. Das ist ja mein bisheriges Messer. Ja, und das hat eben nur, das ist wesentlich dicker. Und das muss man mit dem Schärfer, ist das ein anderes Prinzip. Einfach die Frage, wie ich denn. Vielleicht noch eine Tomate, weil da wirklich dann aber Schluss, wenn eine frische Tomate im Ding schmeckt, dann ist schon oberlecker. Aber das ist eigentlich schon ziemlich. Machen wir nur eine Nuance. Nehmen wir das Ganze, füge das hier ein. Dann gibt es da ja einen Backautomat. Der macht aber die Pizza immer ein bisschen arg zu weit durch. So. Menü. Nochmal Menü, da kommt der Assistent, da kommt ein Assistent, da kommt eine Pizza und dann machen wir hier Pizza und mit Backsensor Stufe 3
Also vom Dings wird Backsensor aktiv, Türen nicht öffnen.